So, ein Kämmerer mit 12 Punkten. Ja. Ah, wir sind schon stark jetzt, oder? Wir sind ja doch schon stark jetzt. Haben wir was bekommen bei den Technologiepunkten? Das reicht noch nicht. 270, 147 von 270 Punkten. Lass mich doch nicht von Norwegen basalisieren. Ist das bescheuert? Nee. Wir werden Norwegen werden wir zerdrücken. Ah, wir haben einen neuen Erben. Thor Eriksdotter. Ah ja. Die meuchelt sich jetzt quasi durch unsere Kinder durch. Das ist aber schon cool. Das ist aber echt gut. So, hier kann ich nicht belagern, leider. Das ist schon echt gut. Ich unterhielt mich gerade angeregt mit dem Koch. Ah, okay, da will wieder einer die Gemeinschaft verlassen. Und er bleibt, Gott sei Dank. So, ich will kein Kommandant werden, nein. Immer so blöd, ne? Deswegen habe ich das vorhin auch wieder übersehen hier. Die sind so klein. Wieso die so klein angezeigt werden? Die stehen doch auch ganz normal da. Oder die hier drüben stehen auch ganz normal da. Und die sind so klein jetzt hier, die übersehe ich so leicht. Deswegen checke ich auch immer nicht, dass da schon jemand steht. Ich will nicht Kommandant werden. So, meine Tochter Thor fühlt sich in letzter Zeit nicht wie ihr altes Ich. Ach Gott, Gott, bei uns geht echter Krebs um. Nein. Was machen wir denn mit der zusätzlichen Domäne hier? Och, wer kommt denn hier angelaufen? Ist bescheuert. Ah, jetzt kommt er hier mit Gefolgetruppen. Wer bist du denn? Gute Kellet Ipoli. Wer bist du denn auf einmal? Ach, das ist der von hier unten? Ich glaube ja, der ist hier hochmarschiert. Ah, wir lachen, wenn die beiden Töchter sterben und die Runde wegen mangelnder Erben endet. Das wäre blöd, ja. Vor allem jetzt, wo wir halt, ne, Eunuch sind. Hallo Black Thunderbolt. Wäre das echt grausam. So, ist hier der Krieg jetzt vorbei? Was ist los hier? Nee? Wieso ist das jetzt wieder frei? Nee, das ist nicht frei. Ich dachte schon. Hier sind Truppen, da kümmert sich aber hier... Ah, okay. Wir stellen uns mal hier rein. Weil er noch kämpft und wenn er hier rüber läuft. Ah, okay. Ah, okay, das wird er wahrscheinlich. Ja. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass er gewinnt, damit Norwegen noch ein bisschen hinausgezögert wird. Eine Burg bauen für 400 Gold bist du bescheuert. Nein, machen wir nicht. So, jetzt steht er hier drüben, ohne Moral. Dann holen wir uns den. Ach, jetzt ist hier wieder frei. Ist jetzt hier der Kampf? Also Norwegen hat jetzt auch... Ich verstehe es nicht. Tributstaat. Oh, jetzt ist er Tributstaat. Dann haben wir aber nochmal Glück gehabt. Oder ist hier Norwegen jetzt mit dabei? Nee. Doch.
Mist. Jetzt ist hier Norwegen mit dabei. Okay, jetzt müssen wir schnell belagern hier. Bevor Norwegen hier reinmarschiert. 68%, wenn wir jetzt Jämtland relativ schnell belagern, könnten wir es schaffen noch. Yep, Norwegen ist im Krieg mit mir. Das ist richtig. So. Hofspitzel will ich nicht werden, nein. Verschwörung Erzbischof Ingewald, den Starken töten. Den kenne ich nicht mal. Tödliche Träume. Mein geliebtes Tintor behauptet, dass letzte Nacht irgendetwas versuchte, sie zu töten. Sie erwachte mit dem Gefühl eines unangenehmen Drucks. Oh, da kommen schon welche. Auf ihrer Brust. Zischend rannte daraufhin ein schemenhaftes Wesen davon. Ließ jedoch eine lange Nadel zurück. Sicher war es nur ein Albtraum. Die Zofen lassen schließlich überall Nadeln herumliegen. Denn auch die dunklen Gerüchte über das angebliche Dämonenkind, meine Tochter Asta, erhalten neue Nahrung. Ich bin umgeben von Hirtengespinsten. So, er marschiert hier rein, bekommt den Nachteil, hat wenig Moral. Der spielt noch wagemutiger wie ich. So, ich will kein Kommandant werden, nein. Wenn du ihn nicht kennst, kannst du den Bischof doch ruhig auch töten. Ihr seid echt so verrucht. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wir haben 70% aktuell. Wie viel hat denn Norwegen noch an Truppen aktuell? 2200. Also aktuell wehren wir uns noch ganz gut. Wir haben auch etwas an Kohle. Das heißt, wir könnten theoretisch eine Söldnerarmee uns noch holen. Kann ich noch Truppen ausheben? 200 hier oben. Die 200 bekomme ich nur aktuell hier nicht durch, weil er hier drin steht. Also wenn wir das jetzt hier noch schön einnehmen würden, theoretisch. Dann könnten wir die 100 erreichen, Mensch. Ah, 1300 stehen hier. Oh. Ich hoffe, er kommt rüber, damit er den Nachteil bekommt. Wir bleiben erstmal hier auf der Hauptstadt stehen. Also als Herzog Eirik von Uppland. Und wir müssen König von Schweden werden und den germanischen Glauben reformieren. Ich muss mal schauen, dass die 200 jetzt nicht abgefangen werden hier oben. Von den 900, der läuft hier rüber. So, du läufst mal hier rein. Welch ein Unglück. Herzogin Margareta von Östergötland wurde gefangen genommen. Jetzt sind schon zwei weg von unserem Zirkel. Mensch. Haben sie schon zwei erwischt? Wo wir doch eh nur so wenig sind. Also jetzt ganz ehrlich, jetzt kann hier die Tor auch noch getötet werden von Asta. Jetzt ist mir auch schon egal, dann spiele ich halt mit Asta weiter. Hätte ich jetzt auch kein Problem. So, er belagert hier drüben zurück, das ist okay, aber dafür belagern wir hier schön. Drei Domänen haben wir noch. Also wenn er hier nichts macht, dann müsste das hier schon klappen. Er läuft hier weiter, hier rüber. Er kommt nicht rüber. Er will nicht über den Dings. Und wir bekommen den Anspruch hier oben auf. War das Nidaros? Ja. 88 Gold, das geht. Und der Prestige passt. Mach mal. So, unser Eunuch, unser Bruder im Geiste, will auch wieder verlassen. Jetzt muss ich mal schauen, wie die Vasallen aktuell sind hier. Oh, da ist alles rot. Was ist euer Problem wegen der Domäne? Hm, wir geben mal eine Domäne ab jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwo haben wir zwei. Ne, hier drüben ist auch noch eine. 1, 5, 12. Wir geben mal dich hier oben an. Ab Westerbötchen geben wir ab. Und zwar an
An den Bergen. Kämmerer von Dax. Ne, wobei, den nicht. Nee. Der hat keine Frau, keine Kinder. Er hier. Er ist ein guter. Den nehmen wir. Den Turbino. Da ist er auch schon. Westerbütchen war das, ja. So, 72%. 86%. Ein bekannter Untertan hat mich um Gerechtigkeit gebeten. Der Eunuch war das. Seine Tochter wurde angeblich vom Marschall Scheiban geschlagen. Oh nee, vom Eunuchen geschlagen, während er ihr Gast war. Der Vater verlangt nun eine Entschädigung. 20 Gold. Ich will den Scheiban ehrlich gesagt nicht einkerkern. 25%ige Chance, dass wir gerecht werden. Hier würden wir willkürlich werden. Wir nehmen mal das. Nee, das ist blöd, dass der eingekerkert wird dann. Ich will den nicht einkerkern. Die Bauern sind aufgebracht bis 29. Januar 1086. Genau für 2 Tage sind die Bauern aufgebracht. Hier auch. Wir werden willkürlich. Willkürlich heißt Verwaltung, Bildung. Wir nehmen das hier oben. Wir verlieren 20 Gold. 25%ige Chance auf willkürlich. Die Meinung von Scheiban ändert sich, aber da ja unser Best Buddy ist, ist das nicht so schlimm. Und die 2 Tage Revolte, die können wir in Kauf nehmen. Gut, dann hier oben ist noch alles ganz ruhig. Sehr schön. Auf geht's jetzt. 98%. Eins müssen wir noch belagern. Und dann gehört Sierland uns. Ist das nicht toll? Super gut. So, die Butstadt verteidigt gegen Bremen. Schottland. Was ist hier drüben überhaupt? Also, Norwegen, Schottland hält sich tapfer. Das ist sehr gut. Wird hier angeknabbert. Tödliche Träume. Meine Tochter Thor muss in ihrem Bett der Schlag getroffen haben. Heute Morgen murmelte sie, ein Auge blutunterlaufen. Etwas von einem kleinen Monster, das sie ins Auge gestochen habe, bevor es davon lief. Die Gerüchte über das sogenannte Dämonenkind meiner Tochter Asta flackern wieder auf. Wie immer, wenn etwas Unnatürliches passiert, scheint sie sehr glücklich zu sein. Ich finde das schon ziemlich cool. Oh, die hatte sowieso schon Krebs. Die Tochter. Und jetzt ist sie auch noch unfähig. Die Arme. Ich finde das ja schon ziemlich cool. Ich stelle mir das so cool vor, wenn du das als Entwickler dir ausdenken musst. Ne? Die ganzen Geschichten, die ganzen Ereignisse, die es hier gibt, das muss doch ein Heidenspaß sein, sich das auszudenken. So, mach den Sack zu. Eine Domäne noch. Ein bisschen schneller bitte, bis hier irgendwo nochmal welche reinkommen. Wieso die hier nichts machen? Weiß man nicht. Wir haben hier oben 1600 Ungläubige. Um die müssen wir uns dann anschließend noch kümmern. Aber noch ist die Zeit nicht gekommen. So, damit sind die 100% durch. Forderung erzwingen. Wunderbar. Es ist alles schön blau. Moment. Moment, haben wir jetzt 3? Hä? Moment, wann ist das alle? Das ist doch. Sierland? Lolland? Fünn. Ah, okay, jetzt pass auf. Das gehört Dänemark noch. 2 Domänen. Oh, ich habe den Anspruch auf das Herzogtum. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aha. Das ist ja noch besser.
viel besser. Sehr schön. Bringt euch mal hier hoch. Wobei, offenbar, vielleicht kümmert sich hier unser Lenz ja auch noch um die. Hätte ich auch kein Problem damit. Sieht so aus, oder? Als würde der jetzt hier hochmarschieren. Guter Mann. Unser Lenzherr aktuell. Macht ihn alle. Okay, wir werden unsere Truppen nach Hause bringen. Zack. Schauen mal, ob wir uns nochmal Gefolge leisten können. Und hier drinnen brauchen wir noch 70 Punkte. So, wir haben eine jetzt zu viel. Ich würde Sierland würde ich gerne behalten. Wobei die gar nicht so viel wert ist. 3,6 aktuell. Ringstedt. Dann hauen wir Ringstedt weiter, oder? Ringstedt. Was ist Ringstedt? Achso, das ist das? Ah. Ich würde das trotzdem gern behalten hier. Dann schmeißen wir lieber hier eine raus. Nerke 29. 12, 1. Wir schmeißen mal hier Gestrickland raus. Heimatduchi ist bei uns. Das gehört, aber das ist halt, ne, ist halt blöd, weil das ist halt 1,5. Das hier drüben ist 12. Das ist jetzt 12. Ich schmeiß das trotzdem raus hier. Ralf, Jordan, der Pedro. Pedro ist nicht verheiratet. Die ist gestorben. Nicht verheiratet. Er ist verheiratet, hat aber die Grippe. Er ist stolz, hinterlistig, nein. Paranoid auch nicht. Faul, gebildet, zynisch, er hat keine Frau. Ah, lauter so Lappen hier. Los mit euch! Einen wundervoll prächtigen Schnauzer. Wir könnten ja mal nur mal theoretisch testen. Aber der Anspruchsteller, der hilft uns hier nichts, weil das auch ein König dann ist. Nee, das hilft uns nichts. Wenn wir die dann rüberholen. Haben wir vielleicht am Hof jemanden? Der Botulf. Nein, Kettelmund. Sind alle nicht verheiratet, die Leute? Die sind alle nicht verheiratet. Was ist denn hier passiert? Ist hier heiraten? Ist hier irgendwie, keine Ahnung, unbeliebt oder was los? Anspruchsteller auf Königreich einladen, an deine Dreijährige verheiraten. An die Asta. Weil die andere wird sowieso nicht überleben. Ist aber nicht viel da. Prinz Harald von Norwegen, den vielleicht. Ist 6 Jahre alt. Habe ich dann nicht angepackt mit Norwegen, wenn ich den jetzt verheirate? Oh, geht nicht. Habe ich da einen Nicht-Angriffspakt dann? Ja. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Das will ich nicht. Ach so, ja, meine Tochter erben, das geht ja nicht. Also, ich muss immer noch einen suchen. Jetzt kann ja nicht sein, dass hier keiner ist, der ordentliche Werte hat und eine Frau hat und vielleicht Kinder hat. Was ist nur los mit euch, Leute? 34 ist die schon. Aber die haben schon Kinder. Okay, also, der Gotha Fress, der wird's an den Hof einladen. Er wird's. Gotha Fress. Nee, ich hab den jetzt schon. Ich wollte ihn geben. Gestrickland. So, damit sind wir wieder im Limit und
Uns fehlt jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, hier oben. Nidaros. Theoretisch könnten wir jetzt gleich Krieg erklären. Aber dafür fehlt uns noch. Ja, wir hätten ein bisschen viel Kohle. Das heißt, wir könnten uns mit den Söldnern hier hocharbeiten. Wir haben 2000. Und ich habe ja für den Anspruch hier teuer bezahlt, hier 100 Gold oder so. Das heißt, wir könnten uns das auch noch holen, weil es ihm aktuell ja auch nicht so ganz gut geht. Der hatte schon mal mehr Truppen, 2076. Und da wir ja jetzt ziemlich viel Geld auf der hohen Kante haben, würde ich dann mit Söldner rüberlaufen. Und wird das einfach mal dann machen. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Für heute ist Schluss. Ich schau mal eben hier rein. 4048 hat der. Und wenn wir das hier oben haben, und das hier unten haben wir ja schon, dann kümmern wir uns um Schweden. So eilig habe ich es jetzt gar nicht. So, oh, minus 30. Da müssen wir erstmal ein bisschen... Ah, Mist, minus 30. Huiuiuiui. Eieiei, das tut weh. Da sind die wieder alle angepisst. Oh, na, das geht. Ungefähr die Hälfte aktuell. Das geht. Komm, da geht noch ein bisschen was. Das passt schon. Gut, also, der Plan für nächstes Mal. Wir warten mal kurz ab, bis er hier oben die Revolte niederschlägt. Damit ist ja schon weg. Der Plan beim nächsten Mal ist, hier oben gleich mal Schweden anzugreifen um Nidaros, und wir holen uns dann das und dann werden wir uns um das Königreich Schweden kümmern. Wir werden unsere Truppen aufbauen, wir werden uns sammeln, wir werden Geld ansammeln und dann werden wir, wenn wir wirklich hier niemanden reinbekommen, es ist echt blöd, da kommt niemand mit, ne? Wenn wir hier niemanden reinbekommen, dann werden wir hier unseren Anspruch festlegen, mit Schweden beanspruchen. Der Punkt ist nur der, wir sind nicht mehr der Jüngste. Wir sind jetzt 60 Jahre alt. Ich habe gesagt, eigentlich bis 60 wäre ganz gut. Okay, das könnte man noch kurz probieren mit den Gefallen kaufen. Das heißt auch, oh, der Tode zum Beispiel hier unten, den gibt es nicht mehr. Der Tode ist tot. Toki. Der Toki ist tot. Schade. Jetzt pass mal auf, Gefallen kaufen will er nicht. Gefallen kaufen, die wollen ja alle nicht. Weil die alle eine schlechte Meinung von mir haben. Warum auch immer. Wo ich doch so ein netter Kerl bin, will auch nicht. Er will auch nicht. Mehr sind nicht mehr übrig. Also das mit den Gefallen kannst du auch schon wieder vergessen. Gefallen kaufen kostet 584. Wir brauchen ja Herzogtümer, so wie ich dich vorhin verstanden habe. Deswegen funktioniert das auch nicht. Wir müssten dann erstmal hier die Leute ein bisschen... Wie viel fehlt es denn hier? Wenn wir dir mal kurz ein Geschenk schicken. 50 Gold. Wir erhöhen die Meinung. Hat er jetzt schon die Meinung erhöht? Ja. Ah, jetzt können wir auch hier kaufen. 200 kostet das. 200. Und bei dir... Was fehlt hier noch? Da, ja, Grundzurückhaltung 3 hat der. Da wird es wahrscheinlich nicht klappen. Wie viel? 48. Oh, den können wir noch hier zum germanischen Glauben bringen. Ich sehe es nicht. Wo ist denn hier? Gefallen kaufen hier. Der ist noch schlechter. Und er hier oben. Er hat auch noch. Also wenn, dann ging er hier unten noch. Aber ich denke fast, dass wir hier... Dass wir das... Wir probieren es trotzdem mal mit der Kohle. 76.
Ah, sehr schön. Okay, also ich bekomme 2. Ich speichere jetzt mal ab, weil ich will jetzt nicht unbedingt die Kohle so raushauen. Ich kann wieder nicht aufhören jetzt. Und wir machen mal Gefallen kaufen. 200. Und Gefallen kaufen. 200. Und jetzt haben wir 2 Leute mitgefallen. Und jetzt habt ihr gesagt, soll ich hier Nachfolgeunterstützer anfordern? Ist das das? Indem er stimmt, Herzog, der ungefähr für 120 Monate so wie ihr. Das hier. Das funktioniert nicht. Kann Prinz Erik für Schweden beitreten? Kann mindestens einer eurer Fraktion beitreten? Also er kann meiner Fraktion nicht beitreten. Und er geht auch nicht. Das sagst du jetzt, wenn der Rat sauer ist. Das heißt, wir müssten eigentlich erst hier wieder schauen, dass der hier abdankt, damit der Rat wieder unzufrieden ist. Ach komm. Macht auch keiner mit. Wer ist jetzt gestorben? Okay. Also, nee, dann machen wir es so, dann lade ich beim nächsten Mal den Alten nochmal. Ich will die Kohle nicht ausgeben. Mit der Kohle gehe ich lieber nach Norwegen und werde hier oben mir diese kleine Provinz holen, diese heilige Stätte holen und dann kümmern wir uns um Schweden. Und dann habe ich auch noch genügend Geld für Söldner, falls Not am Mann ist. Und dann marschieren wir schnell hier hoch, dann passt das schon. Gut, dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war erfolgreich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das Gute ist, ich habe jetzt einen Spielstand. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn wir hier weiterspielen, haben wir quasi einen Punkt, wo wir immer wieder zurücksetzen könnten, theoretisch. Aber bisher lief es ganz gut. Viel, viel, viel besser, wie die vielen Versuche zuvor, die wir hatten. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.